Hallo zusammen. Ich gebe ja heute meine Meinung zum Drachenlord bekannt. Aber bevor ich damit anfange und bevor überhaupt das Intro kommt, habe ich noch vier Personen zu grüßen. Ich blende die Person ein. Die erste Person ist Wix-Gesicht. Die zweite Person ist Undercover Gino. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die dritte Person ist Sultanine NWO. Und die vierte Person, also die nennt sich so, Wilma Lecken. Also die nennt sich so. Ja? Ich habe es mir so aufgeschrieben, wie es mir gesagt worden ist. Also, ja. So, und gleich nach dem Intro gibt es meine Meinung zum Drachenlord. Ja, also es gibt meine Meinung zum Drachenlord. Ich habe mir jetzt über die Woche Videos vom Drachenlord angeschaut und ich muss sagen, mal abgesehen von seinen alten Videos, da wo ein paar recht gute dabei waren, also da wo er die Kommentare kommentiert, die waren ja nur recht angenehm zum Anschauen. Aber dann halt die späteren, ne? Also die neueren. Zum Beispiel der Vlog 4 von 7. Weiß nicht, ob den schon jemand gesehen hat. Aber da war er drin gesessen, hat gerade mal gesagt, hallo Metal-Leute, willkommen beim Drachen. Und dann hat er halt gerülpst und, naja, das war natürlich nicht so appetitlich. Ihr habt natürlich auch meinen Kommentar losgelassen in die Kommentare, ne? Vom Drachenlord und hab natürlich einen Daumen nach unten gegeben, weil das ist ja irgendwie unappetitlich, dann so ein Rülpser im Video. Ja, wer anderer Meinung ist, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und die haben natürlich abonniert. Und der Florian CZ hat ja im letzten Video unter meine Kommentare geschrieben, ich glaube, der Max schaut mehr Drachenlord an, als er zugibt. Und die Woche über habe ich mehr Drachenlord angeschaut, als ich eigentlich zugebe. Das ist wahr. Ja. Aber nur aus dem Grund, weil ich ja heute meine Meinung darüber abgebe. Also wie gesagt, ich hab eine Empfehlung bekommen von Molumbi, die mir sehr weitergeholfen hat. Und zwar hat sie auf ihrem Kanal so ein Best-of. Und das habe ich mir angeschaut und ich finde, so kann man mit seinen Fans einfach nicht umgehen. Dass man die als scheiß Penner beleidigt oder als blöde Deppen oder so, weiß nicht mehr, was er da alles gesagt hat, oder einfach beleidigt oder sagt, fickt euch ins Knie oder so. Also so kann man mit seinen Fans einfach nicht umgehen. Das ist klar, dass viele von euch den hassen, ne? Und haten und so. Ich hab auch zufällig so Videos gesehen, ich habe eins gesehen, da haben sie einen Drachenlord sogar einen Rollator vorbeigebracht. Also das fand ich ja schon eine mordsmäßige Aktion. Und das schockierendste Video finde ich da wo dran steht, Drachenlord schmeißt Prügel raus. Da wo er dann mit der Waffe auf Leute schießt. Also das fand ich schon ein bisschen hart. Ja. Aber ja, und gestern habe ich ja Heads gebankt. Und ich habe mir schon gedacht, dass sowas kommt, weil der Drachenlord hat auch ein paar Videos hochgeladen, habe ich gesehen. Weil ich habe ja, wie gesagt, die Woche Videos vom Drachenlord angeschaut, unter anderem auch die Headsbang-Videos. Und da habe ich immer gesehen, dass da 2000 Daumen nach unten gegangen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei mir so gut ankommt. Naja. auf jeden Fall danke für die vielen Daumen nach oben. Und irgendjemand hat mir geschrieben gehabt, dir war es ja sicher schwindlig. Aber okay, sonst kommen wir vom Thema ab. Auf jeden Fall finde ich das irgendwie blöd, dass man so mit seinen Fans umgeht, dass man die so beleidigt und als Hater bezeichnet, weil er hatte ja wahrscheinlich am Anfang nicht nur Hater, er hatte ja allem Anschein nach auch ein paar Fans.
Ja. Und dann dann hat er in dem Video gesagt, also das habe ich in dem Best-of-Video gesehen, von der Empfehlung von der Molumbi. Da hat er mal in dem Video gesagt, er kann Hass empfinden, er hasst andere Leute. Und in dem anderen Video hat er dann wiederum gemeint, ja, er ist Gags-Mobbing. Ja? Also muss man sich mal vorstellen, das ist irgendwie zweideutig. Zuerst sagt er, er kann Hass empfinden, er hasst andere Menschen. Ja? Und dann auf der anderen Seite ist er dann wieder Gags-Mobbing. Ja? Also, wer versteht sowas? Wer versteht sowas? Also ich nicht. Und dann das Rumgebrülle halt in seine Streams, ne? Ich hab mir mal einen Stream angeschaut, das gebe ich ehrlich zu. Ich hab mir mal so einen Stream angeschaut von dem Drachenlord, ne? Das ist ja wirklich so, wie man es in YouTube immer gesehen hat. Natürlich nur Interesse halber. Aber ich weiß nicht. Mir fehlen da manchmal echt die Worte bei dem, was ich gesehen habe. Ne? Ja, und dann gibt's ja da noch Videos in seinem Kanal, da wo er auf so einem Rad, auf dem Hometrainer sitzt und radelt, ne? Und da war ich echt schon am Überlegen, ob ich vielleicht auch mal sowas mache. Ne? Weil bei meiner Oma gibt's einen Hometrainer, da könnte ich eventuell auch mal sowas machen. Ne? Aber es ist eine Überlegung. Auf jeden Fall, wegen der Meinung zum Drachenlord, da kann man eigentlich nicht viel Meinung abgeben, ne, bei dem Kerl. Weil, dass der sich nicht irgendwie schämt für das Ganze und dann behauptet er auch noch, man kann zu Helene Fischer headbang. Naja, zu Atemlos durch die Nacht kann man vielleicht nur headbangen, ja? Atemlos durch die Nacht, ne? Aber zu sonst kann man doch nicht gescheit headbangen zu dir. Zu Andrea Berg, ich habe mich tausendmal gewogen, du hast mich tausendmal belogen, sorry, ich habe jetzt wieder an Verarschung gedacht. Ich meine, du hast mich tausendmal belogen. Gibt natürlich auch eine Verarschung von dem Lied, ich habe mich tausendmal gewogen. Ich warte tausendmal Diät. Das Lied, das, also die Verarsche von du hast mich tausendmal belogen, das du hast mich, ich habe mich tausendmal gewogen, das könnte sogar zum Drachenlord passen. Also wenn man mal drüber nachdenkt. Hört euch das Lied mal an, gebt es mal in YouTube ein, ich habe mich tausendmal gewogen. Und hört es euch einmal an. Das könnte zum Drachenlord passen, wenn du schon alles sagst, das ist der Fettlord und was weiß ich. Ne? Hört euch das Lied einmal an, das ist meine Empfehlung an euch, an die, wo der Drachenlord selber nicht mögen. Genau wie ich. Ich mag ihn ja auch nicht so. Aber ich habe ihn aus Neugierde abonniert und schaue die Videos aus Neugierde, was er so alles daherbringt. Bin gespannt, zu was er als nächstes headbangt. Ne? Tja, das war jetzt meine Meinung zum Drachenlord. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich wie immer abonnieren und den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ihr könnt mir in Twitter und Instagram folgen. Ich schreibe es euch ins Video, wie ich da heiße. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag und für morgen einen guten Start in die Woche. Habe die Ehre, wir sehen uns.